Moin zu Miritz und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Close Combat The Bloody First. Wir haben bei Spiba die Deutschen geschlagen, sind merkwürdigerweise nicht auf die nächste Map gekommen, sondern gleich zur nächsten Operation. Heißt es, glaube ich, gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, welche Abstufung das hier ist. Jedenfalls zum nächsten Gefecht nach El Getar. Es ist wieder einen Monat später, der 22. März 1943. Das Blatt in Tunesien hat sich gewendet. Die deutschen und italienischen Truppen ziehen sich kontinuierlich zurück und leisten kaum organisierten Widerstand. Erinnerungen an Manöver werden wach, bei denen mit Leichtigkeit kleinere Scharmütze gewonnen und Zielpositionen eingenommen wurden. Die Alliierten erleiden nur geringe Verluste und die Moral ist hoch. General George S. Patton hat nun das Kommando über das 2. US-Korps, das auch Terry Allens 1. Division eingegliedert ist. Unser Befehl lautet, den Feind mit dem Ziel Gabes anzugreifen und eroberte Gebiete entlang der sogenannten Gumtree Road zu sichern, um den Feind endgültig nach Osten abzudrängen, wo er es mit der vorrückenden britischen 8. Armee zu tun bekommen wird. Die italienischen Truppen, die deutschen Panzergrenadiere und die 10. Panzerdivision werden jedoch versuchen, dies zu verhindern. Hört sich an nach mehr Panzern. Ich hoffe, unsere Panzerabwehrkanonen funktionieren dann besser. Ja, wir sind also in El Guttar hier und werden aber hier kämpfen, ne? Bei Jebel Berda, wie es aussieht. So, wir sind in der Offensive. Wir haben also die Initiative und können entscheiden, wann und wie schnell wir angreifen. Und wenn er uns von der Karte schmeißt, erst dann verlieren wir die Initiative. Okay, gut zu wissen. Das hört sich super an. Dann schauen wir mal, worum es hier geht. Es sieht aus wie ein Nachtangriff. Wir greifen um 0 Uhr an. Aber bisher scheinen wir noch so ein bisschen im Tutorial-Modus zu sein, ne? Wo wir am Anfang hatten, wir hatten ein normales Gefecht. Dann hatten wir jetzt Panzer wurden eingeführt, jetzt wurde ein Nachtangriff eingeführt. Also im letzten Gefecht wurden Panzer und die Unterstützung durch Mörser, Artillerie und Luftangriffe. Ne? Da konnten wir alles mal ausprobieren. Sorry, ich habe gegen das Mikro gehauen. Und jetzt werden scheinbar Nachtgefechte eingeführt. Das scheint eine spannende Sache zu sein. Schauen wir mal. Jebel Berda. Der Angriff wird bei Nacht erfolgen. Suchen Sie im Schutze der Dunkelheit die Konfrontation mit dem Feind und neutralisieren Sie ihn. Aufklärungsberichten zufolge haben sich italienische Truppen bei den vor ihnen liegenden Dattelfarmen und Nektarinenplantagen eingegraben. Es handelt sich dabei zwar um ein recht weitläufiges Gebiet, aber dem Feind bietet sich abgesehen von einigen Gebäuden nur wenig Deckung. Sie könnten entlang des nördlichen Randes vorstoßen und dann einen Haken in Richtung Süden machen. Dies wäre zwar eine etwas unorthodoxe, aber durchaus sinnvolle Art vorzustoßen. Schließlich kann sich der Feind nicht überall mit hoher Truppenstärke verteidigen. Ja, schauen wir mal. Wir haben eine super hohe Überlegenheit, wie es aussieht. Und der Feind ist dafür eingegraben oder hat befestigte Stellung oder was auch immer. Ich konnte auch nicht genau herausfinden, was dieses Symbol ist. Okay, wir haben also hier so eine kleine Farm oder sowas, die wir halten. Und haben dann hier zunächst 3 Punkte. Ja, ich schätze mal, eine Abteilung wird hier oben vorstoßen. Und da müssen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Das hier scheint ein Gully zu sein, ne? Hier sind Höhenzüge, würde ich vermuten. Und hier ist so eine Art Gully, der sich hier so ein bisschen verzweigt. Den können wir vielleicht benutzen, während ein Teil der Streitkräfte von hier drüben irgendwie versucht vorzurücken. Oder zumindest von dort aus Feuerunterstützung liefert. Das schauen wir uns gleich mal an. So, wie sieht's denn hier aus mit unseren Jungs? Sind die alle super fit oder eher nicht so? Zugführung 1. Platoon ist super fit, was hier die Moral angeht. Und ich glaube, das hier ist Führungsfähigkeit, Führungsqualität heißt es. Der 3. Balken, das ist super. Wie sieht's denn? Ah,
machen wir das? Ah, hier, Second Platoon. Die haben noch nicht ganz so viel Erfahrung. Aber wir können uns ja auch den Werdegang übrigens mal angucken, wenn wir da Bock drauf haben. Die haben hier... Da kann man sich die Abschüsse angucken und wer schon verwundet wurde. Und ich denke mir, wir könnten eigentlich mal... Oh, hier hat schon jemand ein Fahrzeug kaputt gemacht. Corporal Griffin. Und ich denke, wir könnten eigentlich mal den dritten Zug hier reinschmeißen vielleicht. Der Führer scheint zumindest auch ganz gut zu sein. Ja, die Jungs können ein bisschen Erfahrung brauchen, glaube ich. Und so ein Nachtgefecht, weiß ich nicht. Schauen wir uns einfach mal an, oder? So, das heißt, wir schmeißen die erstmal alle raus. Was haben wir denn an Unterstützungseinheiten überhaupt? Schweres Maschinengewehr. Es ist halt nachts, ne? Da weiß ich halt nicht. 7,5 cm Panzerhaubitze. Eine fahrbare Haubitze. Die nehmen wir vielleicht mit. Das könnte lustig werden. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir so viel Unterstützungseinheiten tatsächlich mitnehmen wollen. Da müssen wir mal gucken. Wo ist denn hier mein dritter Zug? Da. So, und da hätten wir noch 4 Einheiten übrig. Vielleicht nehmen wir dann aus dem ersten Zug noch ein paar Leute dazu. Ausgezeichnete Moral, sehr starke Moral. Mal gucken. Ist hier irgendjemand? Die sind schon alle hier, die sind nur gut ausgebildet. Ja, das zweite Squad können wir hier vielleicht mitnehmen. Damit die noch ein bisschen... Erfahrung sammeln können. Vom ersten Zug, ne? Das zweite Squad, habe ich gesagt. Ja, die nehmen wir einfach noch mit. Und dann nehmen wir uns noch 2 Unterstützungseinheiten mit. Dann nehmen wir einfach hier 2 Maschinengewehre mit. Na, schauen wir mal, wie wir die benutzen können. Und dann hier die Panzerhaubitze. Die würde mich ja schon interessieren. Na, dann sind wir relativ mobil, weil die Maschinengewehre hier verlegen ein bisschen schneller als die schweren Maschinengewehre. Wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als Mörsertrupp. Und die Panzerhaubitze dürfte sowieso sehr mobil sein. Achso, zusätzliche Granatwerfer natürlich. Die geben wir hier den Jungs vom zweiten Zug, ist das hier? Ne, erster Zug. Panzerjägermannschaft brauchen wir vielleicht tatsächlich nicht. Aber ich will noch mal gucken, womit die überhaupt ausgerüstet sind. Die Panzerjägermannschaft, ja, die haben nämlich nur Offensivgranaten und Gewehrgranaten dabei. Die haben nicht mal eine Bazooka oder sowas. Das ist natürlich nicht so geil. Aber gut, da müssen wir durch. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auf der Karte. Ich vermute, wir werden nicht so irre weit gucken können. Und das heißt aber, der Gegner kann auch nicht so irre weit gucken und ich weiß halt nicht, inwiefern das dann cool ist. Von hier aus, oben auf der Karte, auf der Minimap sieht man es, können wir kaum bis zum nächsten Objective gucken, obwohl das halt echt dicht dran ist. Die sehen sich hier kaum gegenseitig. Ja, ein bisschen. Ja, da können wir halt auch nicht
Ja, hier ist ein Gully, ein altes ausgetrocknetes Flussbett, ein Wadi vielleicht. Heißt es Wadi? So ein ausgetrocknetes Flussbett. Da könnten wir hier hinten bis zu der Straße vorrücken und dann die mittleren Punkte, den mittleren Punkt hier, was halt so ein Gebäude ist irgendwie, ein bisschen einkesseln. Hier ist so ein Hügel. Das hier ist irgendwie auch nur so ein kleines Feld. Das hier ist nur eine Kreuzung, wie es aussieht. Da haben die halt hier eine Mauer und da, okay. Ah, hier drüben haben sie noch so eine... Ja, hier die beiden Teile dürften wahrscheinlich ein bisschen komplizierter werden. Schauen wir mal. Ach, hier sind wir auch richtig dicht dran. Ne? Da können wir auch das ausgetrocknete Flussbett benutzen oder irgendwas. Ich mache mal eine Aufstellung und dann sehen wir uns sofort wieder. Ich habe eine Aufstellung gemacht. Hier unten haben wir eine Barmannschaft und eine Schützenmannschaft. Die sollen hier angreifen. Das Maschinengewehr überwacht hier so ein bisschen diesen gesamten Raum. Hoffe ich. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Unser zweites Maschinengewehr haben wir hier oben positioniert. Die sollen hier so ein bisschen überwachen erstmal. Unsere erfahrenen Mannschaften aus dem ersten Zug haben wir hier drüben aufgestellt. Die können dann hier hoffentlich so ein bisschen flankieren. Die weniger erfahrenen aus dem dritten Zug hier, die sollen hier direkt vorrücken. Und die Jungs rücken hierauf vor. Die Zugführung versteckt sich hier hinten wunderbar. Und die Panzerhaubitze steht hier hinter einem Gebäude geparkt. Das kann ich vielleicht auch einfach ein bisschen zeigen. Die steht hier so von zwei Gebäuden beschützt, direkt an der Straße. Das heißt, sie können auch relativ schnell vorrücken. Die können, glaube ich, fast über die ganze Karte schießen, wenn wir uns das mal angucken. Die haben 640 Meter steht da Reichweite. Also, das sollte hinhauen, ne? Bis hier sind es zwischen 300 und 350 Meter ungefähr. Die können dann hier ein bisschen vorrücken, wenn wir die Punkte hier gesichert haben. Das wird unser erstes Ziel sein. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Also erstmal rennen alle hier super schnell in Deckung. Schauen sich das Ganze natürlich ein bisschen an. So, ihr dürft nach hier vorrücken. Da verteidigen. Die Barmannschaft ziehen wir dann gleich nach. Ihr dürft hier mal langsam vorrücken. Hier gibt es nämlich keine Deckung irgendwie. Und dann dort einen Hinterhalt legen. So, ihr dürft hier auch langsam vorrücken. Vorsichtig sein bitte. Barmannschaft kann schnell nachrücken. Da haben wir nämlich schon Kontakt. Italienische Infanterie, wie es aussieht. Ah, da legen wir mal lieber einen Hinterhalt. So, die Barmannschaft kann hier einmal schnell vorrücken. Zu der Richtung verteidigen. Team redeployed. Area secured. Enemy spotted. So, Jungs, ihr rückt bitte weiter vor. Dankeschön. Von irgendwo werden wir beschossen. Ja, die können es nicht sehen.
Das heißt, hier ziehen wir uns so ein bisschen zurück, würde ich vorschlagen. Wir machen das mal so. So, wie sieht es denn hier bei euch aus? Kommt ihr voran? So, dann können die hier nämlich mal nachrücken. So, bisher haben wir noch nicht so mega viel Widerstand irgendwie, ne? Unser MG müssen wir mal ein bisschen verlegen. Ah, gibt es hier drüben irgendwie? Ne, nicht so richtig. Ihr macht mal hier die Ecke so ein bisschen frei. Ihr sollt hier die Ecke so ein bisschen frei machen. Ihr sollt schnell vorrücken. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir am besten unser Maschinengewehr hier positionieren. Natürlich nicht irgendwie im Offenen. Wir machen mal einfach einen kleinen Trick hier. Wir sorgen ein bisschen für Gefechtsfeldbeleuchtung. Stellen fest, dass wir gar nichts sehen. So ist unser Maschinengewehr in Position. Das wäre jetzt total gut. So, ne, die hier hätte ich gerne. Hier langsam vorrücken. Ah, wie weit könnten ihr sehen? Hält sich in Grenzen. So, dann rückt ihr mal hier auf die Ecke vor. Verteidigt hier so ein bisschen schräg. Okay, also die Gefechtsfeldbeleuchtung war irgendwie schon ein bisschen, wie soll ich sagen, nutzlos. Schleichen uns mal hier über diesen Gully an. Schauen mal, was wir sehen können. Gibt es hier drüben eigentlich irgendwo Deckung? Ach, hier scheint so ein bisschen Deckung zu sein.
Die Jungs scheinen da ganz gut Action zu machen. Dann gibt es die nächste Gefechtsfeldbeleuchtung, wissen wir nicht. Oh, ich habe irgendwo Artillerie gehört. Von wo kamen die? Man weiß es nicht. So, die sie schleichen nicht direkt, aber bewegen sich hier halt hoch. Ja, hier schlägt auf jeden Fall irgendwo Artillerie ein. Ich habe keine Ahnung, von wo aus sie kommt. Wahrscheinlich von hier hinten. Da hat sie schon wieder gefeuert. Ich habe wieder nicht gesehen, von wo aus. Hier fahrt mal hier. Einfach nicht dahin, okay. Bleibt einfach stehen. Die Haubitze feuert nicht indirekt, oder was? Hier rüber. Und da drüben kommt es irgendwo. Ich kann das Feuer hier nicht eröffnen irgendwie. Mal langsam vor und versucht die hier zu erledigen. Einmal hochschleichen. Da kommt es her. Hier drüben. Die können da nicht hinfeuern. Die brauchen eine direkte Sichtlinie. Ärgerlich. Das heißt, da bräuchten wir mal eine Gefechtsfeldbeleuchtung bei Gelegenheit. Area secured. Auf wen schießt denn ihr? Aha. Jo, da scheint es irgendwie ein bisschen heftiger zur Sache zu gehen. Da müssen wir uns dann hier wirklich über den Gully anschleichen, denke ich. So, ihr haltet hier die Stellung. Ja, was macht denn ihr? Da bitte. Und hier schließt euch mal den Jungs an. So, dann muss ich mal gucken. Meine Panzerhaubitze. Die kann hier mehr oder minder gut reinschießen.
Da hoch kommt die gar nicht. Bis dahin kommt sie. Dann müssen wir mal gucken, ob sie von da aus ein gutes Schussfeld hat. Das Blöde ist halt wirklich, dass es hier im Vorfeld so gut wie keine Deckung gibt. Schwierig da reinzuschießen. Der Hügel hier vorne ist im Weg. Wahrscheinlich müssen wir hier runter. Und dann versuchen, das von da aus klar zu machen. Ist das hier irgendwie, taugt das als Deckung? Ah, nicht so richtig. Hier hätten wir eine Mauer, die aber auch nur. Na, man sieht es hier an den Kreisen um die Soldaten rum. Wenn die lila sind, dann ist es mehr so eine Art Sichtschutz. Gewehr. So kommt schon ums Feuer frei. Ich würde hier gerne noch mal Gefechtsfeldbeleuchtung auffahren irgendwie. Tatsächlich. So, hier langsam vorrobben. Blitze. Wie wär's mit Feuern? Schneller Positionswechsel hier, bevor die sich auf uns eingeschossen haben. Habt ihr hier Sicht? Nee.
So, die sind noch mit Leichen beschäftigt. Die rücken ja natürlich eher langsam vor. Ich würde da mal ein bisschen Verschutz geben einfach. Was ist denn los bei euch? Warum schießt ihr nicht? Die laden und dann... Schießen sie auch tatsächlich mal. Irgendwie kann ich hier unten das Zeug nicht anklicken. Ich dachte, ich müsste da irgendwas zur Verfügung haben. Scheinbar nicht. So, Jungs, ihr dürft ruhig das Feuer öffnen, das ist gar kein Problem für mich. So, hier 3 Meter vor. Und dann Feuer frei. So, ihr schießt oder was? Ja, die zielen. So, hier vorrücken. Hier auch ein bisschen vorrücken. Panzerhaubitze fährt auch ein bisschen vor. Ich glaube, dann haben wir die hier schon. Ja, ziemlich gut unter Kontrolle an dem Punkt hier. Sprung. So, wir müssen noch ein bisschen vorwärts kommen. Dass sie immer erst laden, wenn die gefahren sind. Ne? Ich meine, die können auch schon laden, bevor die losfahren. Das war voll daneben. Aber die Jungs da wissen wenigstens, dass sie gemeint sind. Was, wo kommt denn dieses Symbol hierher?
Wo gehört das hin? Ah, Schlacht beendet. Das war's schon. Man muss zwar nur noch das MG da ausschalten. Ja, den Punkt haben wir leider nicht mehr bekommen. Das heißt, wir werden die Map beim nächsten Mal nochmal spielen. Aber ich denke, wir haben es geschafft, ohne großartig Verluste einzufahren. Da hat der unerfahrene dritte Zug ganz gut gemacht. Zwei von unseren Jungs wurden getötet. Ein Fahrzeug leicht beschädigt. Die Panzerhaubitze, Pech gehabt. Ich hoffe, das können die relativ schnell wieder reparieren. Das wäre total gut. Und wir haben bei den 9 Soldaten getötet, 25 ausgeschaltet. Einen Offizier haben wir verwundet. Die Schlacht ist zu Ende, da die feindliche Moral gebrochen ist und wir eine zusätzliche Zielposition eingenommen haben. Sie haben einen knappen Sieg. Einen knappen Sieg, okay. Ihre Verluste fielen geringer aus als erwartet. Sie konnten höhere Gebietsgewinne erzielen als erwartet. Und trotzdem knapper Sieg. Interessant. Um 6 Uhr, das heißt, beim nächsten Mal können wir dann am Tag weitermachen. Befriedigend hier in der Operation. Bisher. Und in der Kampagne auch immer noch befriedigend. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir in Spiba, was ja auch eine Operation ist, nicht einfach weitergekommen sind. Auf die nächste Karte in Spiba, nämlich zum Spiba-Gegenangriff. Ob das vielleicht nur unter bestimmten Bedingungen getriggert wird oder irgendwas. Müssen wir mal schauen. Insgesamt hatten wir schon 46 Verluste, 35 Verwundete. Uiuiui. So, wir können mal gucken, wie sich unsere Soldaten hier geschlagen haben heute. Die Zugführung, Moral, Führungsqualität, alles super. Die haben auch nur hinten gehockt, nichts gemacht. Sergeant Godwin wurde getroffen. Herber Moralverlust. Den Jungs hier geht's gut. Das waren die Jungs auf der linken Flanke, mit denen ich jetzt am Schluss die ganze Zeit gearbeitet habe. Das zweite Squad war das in der Mitte. Ja, das dritte Squad war ganz rechts. Die haben ja nicht viel gemacht. Ne? Die haben da den einen Punkt eingenommen und haben dann gechillt. Die Schützenmannschaft hatte ich dann noch rübergezogen. Die haben am Schluss jetzt die Offiziere angeschossen. Und sonst haben die halt auch nicht viel gemacht. Die wurden zwischendurch mal von einem MG beschossen. So, da haben wir hier vom zweiten Zug. Die Jungs noch mit dazu, da gab es einen Verwundeten in der Barmannschaft. Die haben jetzt am Schluss auch gut mitgekämpft. Ein Munitionsträger wurde verwundet, das ist natürlich doof. Und wen hat es hier erwischt? Den Kommandanten des Fahrzeugs und den Kommandanten des Fahrzeugs. Die sind beide Kommandanten, okay. Das Fahrzeug hat zwei Kommandanten. Schützen, Ladeschützen und ein Fahrer. Ja gut, nice. So, was kommt da als nächstes? Jetzt können wir uns aussuchen, wie wir weiter vorgehen wollen. Wir sind ja immer noch in Jebel Werda. Können wir uns das gar nicht angucken hier? Nee, so war es nicht gemeint. Und jetzt können wir uns aussuchen, ob wir halt einen schnellen Angriff ausführen. Dann kann sich der Gegner halt nicht neu ordnen. Wir können keine Munition mitnehmen und so weiter und so fort. Das könnten wir natürlich einfach machen. Dann würde es 7 Uhr gleich weitergehen. Die Gegner könnten sich halt auch nicht so cool neu sortieren. Und wir würden dann einfach einen anderen Zug, ne, den ersten Zug zum Beispiel, da den Jungs entgegenschmeißen. Oder wir nehmen halt den vorbereiteten Angriff.
Dann können wir uns halt neu bewaffnen und so reparieren. Lauter so Dinge machen. Wir könnten noch mal einen Nachtangriff machen. Da würden wir allerdings einen ganzen Tag verschwenden. Bis wann geht denn die Operation? Die geht nur bis zum 24. März. Das heißt, wir müssen hier auch gucken, dass wir in der Zeit halt über diese Karten drüber kommen. Oder halt Angriffe im Morgengrauen. Da würden wir wahrscheinlich auch einen ganzen Tag verschwenden, ne? Wahrscheinlich werden wir einen schnellen Angriff machen. Mal gucken. Überlege ich mir beim nächsten Mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir uns dann da hinten das zwei Siegpunkte müssen wir sogar noch einnehmen, ne? Die Kreuzung hinten haben wir auch nicht eingenommen. Müssen wir mal schauen. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.